Wie muss man sich verhalten, wenn man eine urheberrechtliche Abmahnung bekommen hat? Klären wir in diesem Video. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Klähner. Ich bin Rechtsanwalt und Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Klähner hier in Koblenz. Und einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte ist das Urheberrecht, insbesondere im Online-Kontext. Und da haben wir natürlich jeden Tag mit Abmahnungen zu tun. Da helfen wir unseren Mandanten, urheberrechtliche Abmahnungen abzuwehren oder aus der Situation das Beste zu machen. Ja, wie muss man sich so eine urheberrechtliche Abmahnung eigentlich vorstellen? Wie ist sie aufgebaut? Ich sage meinen Mandanten immer, das ist meistens so eine Art Dreiklang. Der Abmahner möchte drei Sachen. Der möchte eine strafbewährte Unterlassungserklärung haben. Der möchte dann Abmahnkosten sehen und natürlich obendrauf auch noch einen urheberrechtlichen Schadensersatzanspruch. Vielen Abmahnungen liegt eine vorformulierte Unterlassungserklärung bereits bei. Das heißt, das ist ein Schriftstück, wenn man das unterschreibt, das würde der Abmahner akzeptieren. Dann geht es wegen dieses Unterlassungsanspruchs, der da in Rede steht, nicht mehr vor Gericht. Und das Problem mit diesen vorformulierten Unterlassungserklärungen ist natürlich, dass die oft viel zu weit formuliert sind. Also, dass da möglicherweise ein Anspruch erst geschaffen wird, der so von Gesetzes wegen gar nicht besteht. Und wenn man weiß, dass man sich durch so eine Unterlassungserklärung sehr lange, nämlich auch bis zu 30 Jahren vertraglich gegenüber dem Abmahner bindet, dann empfehlen wir, lassen Sie das überprüfen, wie weit reicht der Unterlassungsanspruch, ist die vorformulierte Erklärung viel zu weit, was sind da eigentlich die Haftungsfallen, wo muss ich aufpassen. Ja, bei den Rechtsanwaltskosten ist das so, die berechnen sich aus einem Streitwert und der Abmahner gibt oft einen Streitwert an. Und bei kleinen Abmahnungen geht das bei 1000 Euro los. 1000 Euro Streitwert, da rechnet sich eine Abmahngebühr in Höhe von, ich glaube, 124 Euro netto und ein paar zerquetschte sind das, rechnet sich da aus. Und ja, je größer der Streitwert ist, desto größer ist die Abmahngebühr, die da verlangt wird. Auch im Urheberrecht gibt es hohe und große Streitwerte. Da geht es gerne mal auch in die 50, 60, 70, 80.000 Euro. War auch neulich mal am Landgericht Köln. Da gab es auch mal 100.000 Euro. Das kann auch noch mehr sein. Von daher, theoretisch können natürlich auch im Urheberrecht Beträge in Höhe von ja, 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro aufwärts an Abmahnkosten aufgerufen werden. Und hier auf diesem Kanal, ich habe das schon öfter erwähnt, im File-Sharing-Bereich ist das ja ganz oft so, dass da Abmahnkosten gezielt unter 1.000 Euro von den Abmahnern aufgerufen werden, weil die Abgemahnten da schon ins Grübeln kommen, ob sie da nicht sagen, ich nehme gar keinen eigenen Anwalt hier in Anspruch, weil im Zweifel kostet mich das mehr, wenn ich da jemanden beauftrage, wenn es dann möglicherweise noch vor Gericht geht und da zahle ich lieber. Und da sagen wir natürlich, ja, damit kalkuliert der Abmahner und das sollte man sich auf jeden Fall zweimal überlegen, weil möglicherweise hätte man ja gar nicht zahlen müssen. Punkt 3 ist dann das Thema Schadensersatz. Der Abmahner, dem reicht es natürlich nicht, wenn er sagt, ich möchte hier nur Abmahnkosten haben, sondern in den allermeisten Fällen im Urheberrecht kommt dann noch ein Schadensersatzanspruch dazu. Da geht es oft um den sogenannten Lizenzschaden oder eine Lizenzanalogie. Also was hätte der Abmahner bekommen, wenn er dem Abgemahnten dieses urheberrechtliche Werk, um das es da geht, regulär lizenziert hätte? Da gibt es dann noch ein paar Aufschläge wegen der Verletzungshandlung. Da gibt es manchmal auch ja Tabellen, die da zugrunde gelegt werden und anhand derer rechnet sich dann zusätzlich zu den Anwaltskosten noch ein urheberrechtlicher Schadensbetrag aus. Vielleicht haben Sie ja auch eine urheberrechtliche Abmahnung erhalten und fragen sich, was muss ich jetzt tun? Gibt es da irgendwelche Risiken oder kann ich einfach so unterschreiben? Und ja, natürlich gibt es Risiken und ein ganz bekanntes Risiko im Online-Bereich, wenn es um Urheberrecht geht, ist das Thema der Altinhalte. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Foto auf Ihrer Website hatten, das wird abgemahnt, weil Sie dafür nicht die Rechte haben und dieses Foto entfernen und eine Unterlassungserklärung unterschrieben haben, dann sind Sie auch verpflichtet, dass dieses Foto nicht nur von Ihrer Webseite verschwindet, sondern
tatsächlich aus dem gesamten Internet. Das heißt, also wenn Ihre Internetseite dann in irgendwelchen Archiven mit diesem Bild drin war oder in irgendwelchen Bildersuchmaschinen von Google, wenn das da auftaucht, wäre das ein Verstoß gegen die Unterlassungserklärung und würde auch eine teure Vertragsstrafe auslösen. Und das ist ein Risiko, das muss man kennen. Und wenn man es kennt, dann kann man es bannen. Und an der Stelle setzt der Service unserer Kanzlei an, wenn Sie eine urheberrechtliche Abmahnung erhalten haben. Wir haben für die Abgemahnten eine kostenfreie Ersteinschätzung und das Einzige, was wir dafür benötigen, um Ihnen eine kostenlose Ersteinschätzung zu erteilen, ist einmal die Abmahnung, dass wir uns die schon mal angucken können. Und dann brauchen wir noch einen gemeinsamen Termin. Das heißt, Sie müssen einen Termin bei uns buchen. Das können Sie online tun, das können Sie gerne auch telefonisch tun, den können Sie auch per E-Mail anfragen. Und wenn Sie das getan haben, kommen wir sehr kurzfristig zusammen und besprechen die Möglichkeiten und Optionen Ihrer Abmahnung und werden da mit Sicherheit eine richtig gute Lösung für Sie finden. Vielen Dank.